Hallo und willkommen zu Home Sweet Home Survive. Mein Name ist Felix und ich spiele als Spectre. Ja, mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Wir laufen wieder direkt los und machen einfach Türen kaputt. Das ist unsere Aufgabe, ja. Mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Ich spiele tatsächlich Spectre eher selten. Meiste Zeit spiele ich eher, wenn ich Home Sweet Home spiele, dann eher Survivor. Und da gar nicht so oft als Spectre. Okay, hier wurden die Türen schon geöffnet. Dort unten runter, okay. Zack. Wo zur Hölle? Okay, die ist auch runter. Na gut, aber wir haben wenigstens einen Hit schon mal ausgeteilt. Zack. Ich aktiviere mein Schutzschild. Na, okay, ich dachte, sie hüpft. Sie geht da durch den Lüftungsschacht. Ah, jetzt habe ich mein Schutzschild schon verbraucht, ne? Gut ausgespielt. So, ich folge ihr. Schutzschild. Zack. Dass sie mich gar nicht erst schlagen kann. Ja. Nutzt dein Schwert nur. Zack. Hier im Schrank ist jemand. Nee, niemand. Okay, wo ist sie hin? Oh, da hat sie mich gestunt. Hab ich dich? Okay, perfekt. Die erste ist schon mal raus. Beziehungsweise geplättet. Ich weiß, dass hier noch jemand sein muss. Zack. Oder war hier niemand mehr? Okay, ich kann mich jetzt teleportieren. Hier hinten. Zack. Okay, er nimmt die Seele mit, das ist gar nicht so gut für ihn. Weil ich meine, ich jag ihn jetzt und er hat halt die Seele in der Hand. Heißt, niemand sonst kann sie retten, ne? Zack. Oh, gut ausgespielt, ausgewichen. Schade, der macht das gut. Zack. Ich teleportiere mich. Na los, teleportiere dich. Zu ihr wollte ich ja nicht. Ich wollte zu dem anderen. Die war anscheinend auch irgendwie in der Nähe. Na gut. Okay, und sie geht runter. Ich gehe in mein... Zack. Oh, schade. Zack. Und dort unten weg. Okay, eine Person... Sie wurde jetzt wiederbelebt. Schade. Jetzt kommst du wieder hier hinten raus, aber zum Glück ist hier schon alles kaputt. Hab ich dich? Nochmal, okay. Schade. Die ist nach hier unten. Oh, ich müsste sie doch langsam haben, oder? Na los, mach die Tür auf! Verdammt! Okay. Nach da drüben. Schade. Okay. Na gut, die können hier rumspielen, wie sie wollen. Ich mache nach und nach alle Sachen hier kaputt. Schade. Ach man, der ist immer noch nicht tot. Zack, hab ich dich. Okay, irgendjemand hat das Spiel verlassen. A player has left the game. Okay, ich teleportiere mich einfach mal. Ah, okay, wieder zu ihr. Hallöchen. Okay, ich glaube, den ich gerade gekillt habe, der hat das Spiel verlassen. Weil ihr seht oben rechts, der wäre jetzt normalerweise tot. Und so ist der, wird er irgendwie angezeigt, wie als wäre er gesund. Zack, hab ich dich. Hinter mir läuft die andere weg. Das ist jetzt natürlich ziemlich bitter für die, weil die erste jetzt auch tot ist. Da unten haben wir dich. So, ich folge einfach. Ah, hier hat sie so eine Wand platziert. Ich gehe in meinen Spectre-Modus. Zack. Sie hat den Nagel noch schnell aktiviert. Haben auch einen kassiert. Yep, nach unten. Ist die andere auch nach unten? Nee, die andere ist dort hinten.
Oh, die wirft hier mit Weihwasser. Oh, okay. Na komm schon, ich muss erstmal wieder die Jagd aufnehmen, bis ich schneller werden kann. Sehr schön. Habe ich dich? Oh, und sogar noch vor dem Entkommen. Perfekt, du bist down. Okay, das heißt, es lebt noch die andere irgendwo. Ich kann mich aber noch nicht teleportieren. Ich mache hier mal kaputt. Zack! Aber in diesem Modus... Okay, die ist dort unten irgendwo. Gut zu wissen. Die geht hoch. Okay, die holt sich jetzt die Seele. Aber wenn ich das verhindern kann, wäre das doch ideal, oder? Sie ist wieder runter. Ja, okay. Gut, dann wird sie es schaffen, die andere wieder zu beleben. Dort ganz hinten läuft sie weg. Hier unten lang? Nein, dort unten. Zack, okay, sie hat es geschafft, wieder zu beleben. Gut, die muss ich jetzt weiter jagen, weil die andere hat erstmal ein Schutzschild, nachdem sie wiederbelebt wurde. Okay, zum Glück habe ich die Wand hier schon zerstört. Okay, ich habe sie noch getroffen. Und jetzt teleportiere ich mich. Wer ist das? Hallöchen. Okay. Ach, das ist die, die wiederbelebt wurde. Die hat volles Leben. Schade. Dass sie in dieser Animation unsterblich sind, ich weiß nicht. Das ist schon irgendwie blöd. Hier ist sie nicht drin, okay. Hä? Ganz hinten versteckt sich jemand. Zack. Okay, was hat sie? Okay, sie kann eine Wand... Die sperrt mich wieder aus und hüpft durchs Loch. Okay, da ist noch eins. Ich gehe wieder in diesen schnellen Modus. Hallöchen. Wenn die jetzt auch runterhüpft. Das ist gar nicht so einfach, ne? Mit diesen Tischlöchern, wo die runterhüpfen können. Können sie es mir da ordentlich schwer machen. Die ist nicht hier. Okay, die sind, denke ich, alle unten. Schade. Die hat eine Seele in der Hand. Von wem? Ach, ist sie die letzte? Hä? Ach, die andere ist runtergesprungen, dabei vielleicht gestorben. Daher hat sie ihre Seele in der Hand. Das gibt's nicht. Jetzt fliegt die da wieder runter, ne? So, ich folge dir einfach weiter. Okay, ich habe übrigens einen Perk dabei. Das seht ihr manchmal an ihrem Blau. Da sind so blaue Flammen um sie drumherum. Der hat im Grunde einfach den Effekt, dass Überlebende nach einer Weile im Grunde wie erschöpft sind. Gut gemacht. Wenn ich sie nur... Oh, ich hätte sie schlagen können. Wenn ich sie verfolge. Also beziehungsweise dann verlieren sie schneller Ausdauer. Ja, dadurch. Hier lang. Zack. Habe ich dich? Okay, ich glaube, und die andere kann sich noch nicht wiederbeleben. Und der eine Herr ist gedisconnected. Heißt, ich habe alle bekommen. Okay, schade, dass der eine gedisconnected ist, aber... Naja, das hat es den Überlebenden halt zerschossen, ne? Die haben aber trotzdem gut gespielt. Dafür, dass sie nur dann noch zu dritt waren. Spannende Runde. Die haben gekämpft bis zum Schluss. So, wir haben alle bekommen. Wunderbar. Okay, und es gibt ordentlich Punkte. Okay, das waren meine Überlebenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.